Ja, was ist eigentlich das Problem mit dem Hochwasserschutz hier im Mangfalltal? Letztendlich ist der Mangfall und auch dem Mangfalltal so ergangen wie eben vielen Flüssen in Bayern. Wir haben als Menschen irgendwann angefangen, die Flussläufe auch zu nutzen für Mühlen. Oder hier zum Beispiel war die Holztrift für die Saline in Rosenheim auch ein großes Thema. Und was passiert ist, dass man den Flusslauf, den mäandrierenden, weitverzweigten Flusslauf, der viel Platz hatte, der das Hochwasser in die Fläche schicken konnte, den hat man eingesperrt in ein schmales Korsett, was also viel zu eng war für das Hochwasser. Das alleine wäre noch nicht das große Problem gewesen. Es hat dann die Besiedlung eingesetzt und es ist ein enormes Schadenspotenzial hinter diesen Deichen entstanden. Und im Jahr 2000, wo man dieses Projekt hier gestartet hat, hat man berechnet, dass 1 Milliarde Euro Schadenspotenzial in diesem eben dicht besiedelten Raum im Mangfalltal besteht. Jeder, der hier wohnt, hat sicherlich die Hochwasserereignisse, wie gefährlich die Mangfall sein kann, miterlebt. Wir hatten 99 ein großes Hochwasser. Ein bekanntes Ereignis war 1940. Da gibt es auch im Stadtarchiv diese bekannten Bilder, wo eben am Grünen Markt die Leute sogar Kanu fahren, mitten in der Stadt drinnen. Also da sieht man, wie groß eigentlich die Ausuferungsbereiche von der Mangfall sind. Der Hochwasserschutz betrifft insgesamt 5 Kommunen. Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham, der Markt Bruckmühl, die Städte Bad Aibling, Keubermoor und den Mündungsbereich der Mangfall in den Inn, die Stadt Rosenheim. Wir haben uns überlegt, ja, wie kann man hier einen Hochwasserschutz umsetzen und haben letztlich festgelegt, dass es benötigt wird, 40 einzelne Bauabschnitte umzusetzen, um den Hochwasserschutz herzustellen. Von diesen 40 einzelnen Bauabschnitten haben wir schon ungefähr 90% umgesetzt, was sehr gut war, weil wir haben nach dem Hochwasser 2013, wo noch sehr, sehr viele Siedlungsräume oder Häuser und Gebäude überschwemmt waren, sehr viel in den Hochwasserschutz nochmal investiert. Das Projekt im unteren Mangfalltal beinhaltet alle wesentlichen oder wichtigen Elemente eines zukunftsweisenden Hochwasserschutzes. Das ist nicht nur der technische Hochwasserschutz, die Deiche und Mauern, die man ausbauen muss, die man erhöhen muss. Es muss auch versucht werden, das Wasser am Entstehungsort zurückzuhalten. Und natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des Hochwasserschutzes im unteren Mangfalltal ist das Rückhaltebecken Feldolling. Durch die Klimaänderung kommt mehr Abfluss zustande. In diesem Rückhaltebecken Feldolling wird dieser 15%ige Klimafaktor zurückgehalten. Hochwasserschutz geht Hand in Hand mit der Ökologie. Und das sieht man an vielen, vielen Stellen. Wir haben neue Biotope geschaffen, wir haben Renaturierungen an den Gewässern durchgeführt. Mittlerweile ist es so, dass wir durch das, dass wir die Deiche zurückverlegt haben, das Gewässer aufgeweitet haben, an vielen Stellen gehen die Leute jetzt wieder zum Baden in die Mangfall. Also die Sozialfunktion ist wesentlich verbessert worden. Auch in dem Zusammenhang, dass wir auf unseren Deichen Radlwege angelegt haben, die auch unter anderem in so einen überregionalen Radlweg, der von Rosenheim bis an die Ostsee geht, mit eingebunden sind. Von Seiten vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim möchten wir zunächst mal allen danken, die uns unterstützt haben bei diesem Projekt und allen voran natürlich die Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Markt Bruckmühl, die Städte Kolbermoor, Aibling und Rosenheim, die einerseits natürlich finanziell, aber vor allem auch mit Anregungen, mit Ideen und so weiter dazu beigetragen haben, dass man so ein großes Projekt hier überhaupt realisieren kann. Der Dank geht auch an die Privatpersonen, die Grundstücksbesitzer, vor allem die Landwirte vor Ort, ohne die diese Hochwasserschutzmaßnahmen nicht realisierbar wären. Wir können mit diesen technischen Maßnahmen, die wir hier richten, einen großen Hochwasserschutz herstellen, das ist klar. Aber es wird Ereignisse geben, wofür diese technischen Anlagen immer noch zu niedrig sind. Wir haben ja auch eine Informationsseite gemacht, speziell für Städteplaner, Bürger, Kommunen. Da steht für jeden die geeigneten Informationen drin. Die heißt www.hochwasserinfobayern.de und auch hier steht zum Beispiel drin, wie ich mich als Bürger richtig verhalte im Hochwasserfall, was ganz entscheidend werden kann.